Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wo ist Ceres? Ach, da vorne sitzt sie. Ich habe sie durch mein komisches Leuchten nicht gesehen. Hast du das Schwert gefunden? Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Wann hört denn das Katzending auf? Du, na gut, und mein Vater. Ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas. Oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Können Zahn zulegen. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Das erwähntest du bereits. Ja, meine Reaktion war langsam, aber das erwähnte er bereits. Ceres ist irgendwie echt süß. Ich mag die. Ich hoffe, sie wird Königin. Ich meine, ihr Bruder war auch okay, aber ich hoffe, sie wird Königin. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Das war ein bisschen schräg, aber okay. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Das ist eine Waffe. Na dann. Wir sie tot aus der Taverne ziehen. Das wollte ich schon immer wissen.
kann ich gegebenenfalls sogar hinschwimmen. Ich laufe da einmal runter und gucke. Was macht die Hexe, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Wir schlafen mit unseren Hexerfreundinnen. Ah, ich vermisse Jen. Irgendwie ist es mit den Ziegen so ein bisschen. Gut. Okay. Ja, ich erinnere mich, das hatte ich ausgewählt. So, erstmal hauen wir ihn weg und dann hauen wir die da hinten weg. Hey. Einmal sauber geköpft. Ja, warte kurz. Da bin ich schon. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Und ich habe so viele Schwerter. Ich würde die gerne alle mal verkaufen. Ich muss dann trinken mal wieder in irgendein Dorf oder so. Ist auch was kaputt, die Stahlwaffe. Komm. Ich kaufe mir das nächste Mal ein paar neue von. Nice. Ah, da vorne gibt es sogar einen Schatz. Oh, und noch einen. Noch zwei? Kommst du auch auf mich zu? Nee. Ich laufe erstmal zum Schatz. Notiz, der krumme Mast markiert den Ort nicht. Jeder Tor vermag den Schatz jedoch zu finden. Hier muss es sein. Ich hasse es, unter Wasser zu gehen. Und wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Okay, jetzt muss ich nur wieder die andere Quest. Warte, ich habe doch was eingesammelt. Ist das überhaupt irgendwie... Ach, das ist doch alles scheiße. Ich meine, das ist nicht so scheiße. Das ist sogar ein bisschen besser. Ja, von mir aus. Sieht jetzt nicht so bescheuert aus. Aber das hier ist alles... Nee, es muss alles weg. Alles weg muss das. Das haut mir nur mein Inventar voll. Ist nicht gerade zu knapp so. Trotz alledem... Quest. Kann ich speichern, während ich im Wasser bin? Ja, sieht gut aus. Okay. Falls es mich jetzt doch wieder erwartend erwischen sollte... Ich sehe hier niemanden, das finde ich ein bisschen doof. Irgendwo hier muss er sein. Ah, da vorne. Gucken, ob ich es noch schaffe. Ui. Das ist nicht ganz so gut. Ich frage mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalric zu gehen. Dann schwimme ich doch einmal zurück. Es muss bestimmt ein bisschen kalt sein hier. So im Wasser mit dem Schnee. Sind das alles Sirenen oder sind das Vögel? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Sirenen fände ich ein bisschen beunruhigend. Vögel auch, das sind viel zu viele. Da kommt man ja Angst. Mitten in der Nacht. Es ist mitten in der Nacht, es schneit und wir sind im Wasser. Unsere schöne neue Hose.
ist, glaube ich, nicht so gut. Hallo, Geralt, wir sollten uns beeilen. Ah, was haben wir denn jetzt gemacht? Aber wieso? Wer hat denn hier geschrieben? Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Ich glaube, wir müssen reden, Ceres. Ich habe das Schwert hingebracht. Nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nährt sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit.
Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Hm. Und was ist mit der anderen Methode? Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Damn, Girl! Was hast denn du ein Problem mit meiner Yen? Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Wo sie recht hat. Was soll ich sagen? Du hast uns durchschaut. Also, versuchen wir es zuerst mit der List? Ja, tun wir. Gute Entscheidung. Darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Kleine Zicke. Kein Grund zum Trödeln. Ach, nö. Lass das durchziehen. Let's do this. Das wird nicht gut gehen. Ich wäre eigentlich eher für den Kampf gewesen. Jetzt bringe ich sie wahrscheinlich damit in Gefahr, aber hey, sie wollte es so. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Oh, was ist denn jetzt? Tiri. Nein, das ist unmöglich. Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Jemand könnte sich das Bein brechen. Oder den Hals. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Der Sound macht mich fertig. Was? Ich höre nichts. Sprichst du komisch? Geh schon mal wieder runter. Okay, aber hier ist gerade gar nichts. Ich mache hier nur schon mal ein bisschen Licht an, damit es nicht mehr ganz so gruselig ist, ne? Ich dachte, hier könnte noch irgendwas hilfreich sein, aber no. Außer das Licht ist immer hilfreich. Ist draußen vielleicht auch noch was? In der Nähe. Ah, hier ist ja doch noch was. Alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt!
Ja, bitte? Ja, bitte? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Okay. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und? Können wir anfangen? Klar. Ich bin bereit. Ach, vielleicht hätte ich irgendwas herstellen sollen, aber... Mach so lange schon mal ein Feuer an. Wer braucht schon Vorbereitung? Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn. Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir. What? Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen, wirf ihn in den Ofen. Oh, alle! Aki! Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei? Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann?
Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Das haben wir doch schon besprochen. Oh ja. Leb wohl, Hexer. Blauer Himmel und stets Wind im Rücken dir. Dir auch. Alles Gute. Die ist ja mal sowas von eifersüchtig. Triff Yennefer, ja. Das war spannend. Das war eine interessante Quest. Das war gut gemacht. Das gefiel mir. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was sagt die Uhr. 26 Minuten. Ich glaube, ich hatte hier auf dem Ort noch ein paar unbekannte Orte. Bei dem Ort. In dem Ort? Genau, da habe ich ein Fragezeichen. Das ist sogar direkt in der Nähe. Das könnte ich mir direkt mal angucken. Erkunden! Das ist ziemlich genau, wie ich da hinkomme. Die Liste des Königs? Geht zu Krach. Ah, meine Belohnung zu erhalten. Aber Belohnung, natürlich. Belohnung finde ich immer gut. Ich weiß nicht, wie ich da hinten hinkommen soll. Ich glaube, komme ich da irgendwie hoch, irgendwie durch, irgendwie lang? Angeblich komme ich da, wenn ich da reingehe, raus. Aber wenn ich da reingehe, komme ich da raus. So, es ist hier auch nicht mehr so gruselig. Im ehemaligen Geisterhaus. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Sie haben wahrscheinlich irgendwie so da hinten durchgeschoben. Ich hatte mich kurz gefragt, wie sie das gemacht haben. Aber ja, doch, das macht irgendwie Sinn. Okay, ich probiere es altmodisch. Nein! Nicht so altmodisch. Ah, okay. Das funktioniert tatsächlich. Wer braucht schon richtige Wege? Ich jetzt, aber ansonsten nicht so häufig. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, es ist voll schön hier. Also ja, das Wetter ist voll kacke und es ist schon wieder mitten in der Nacht, aber es ist irgendwie schön hier. Na gut, ich will hier runter, am besten ohne zu sterben. Ich hätte hier, glaube ich, auch noch irgendwo eine Quest angenommen. Hinten habe ich sogar noch ein Fragezeichen. Ah, was ist denn diese Nebenquest? Die muss ich doch bestimmt hier machen. Ah, war das nächste Auftrag. Auftrag. Ah, hier kommt der Bräutigam. Stimmt, das war das Ding. 236 Meter. Na gut, da versuche ich mal hier runterzukommen. Ohne Tod. Ein Sturm. Verdammt. Fängt er einfach an, hier rumzurutschen. Na gut, das ist okay. Hier darfst du rutschen. Ja, es hat ein bisschen am Stiefel hat's gekratzt. Und schon wieder über diese Ziegen. Ja, okay, das Wetter ist wirklich ungemütlich. Ich habe schon bei schlimmerem Wetter gekämpft. Was sagst? Kann es nicht mehr sein? Ja, da wird es mir angezeigt. So, wo haben wir's? Bist du Kevan? Ja, das sieht gut aus. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Spikarok? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen.
Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Du glaubst deiner Schwester wohl nicht? Sie hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. Das werde ich tun. Allerdings erst in der nächsten Folge. Jetzt hoffe ich erstmal, dass euch diese gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.